Guten Mittag, guten Morgen, guten Abend oder wann ihr mir schaut. Ich bin Patrick von Mandalashare Gaming und begrüße euch zu der ODT, bzw. zum Teamvorstellungsvideo, bzw. allgemein umfassendes Video zum ODT. Ja. Das ODT, also das Ankündigungsvideo habt ihr dann letzten Montag schon gesehen. Bzw. falls ihr es gesehen habt, falls ihr es nicht gesehen habt, schaut es euch an. Und zwar ist es eine Draft-Liga, die in etwa so funktioniert wie die PBL. Also die letzte Draft-Liga, die hier lief. Und ja. Da war die Teamvorstellung jetzt nicht so krass, dass wir diesmal ein bisschen umfassender machen. Und deswegen würde ich sagen, fangen wir mal an. Also ich habe das Team ein bisschen nach hinten geschoben. Ich wollte noch ein paar andere Sachen dazu sagen. Also, erstmal, das Draft-System ist ein Tier- und Punktesystem, wir haben das letzte Mal auch etwa. Heißt, man hat 8 feste Picks pro, für die Tiers und 4 Free Picks, die man, wobei die Picks, die man machen kann, darauf basieren, welche Punkte man noch hat. Am Anfang hat jeder 400 Punkte. Die festen Picks werden davon nicht abgezogen, aber die Free Picks werden davon abgezogen. Heißt, zum Beispiel im Tier 3 braucht man pro Mon, glaube ich, 100 Punkte. Also könnt ihr 4 Tier 3 nehmen. 4 Mons aus dem Tier 3 nehmen. Aber man kann theoretisch auch eins aus dem Tier 1 nehmen, was aber dann 180 kostet. Tier 1 ist logischerweise das stärkste. Hier nochmal die Tiereinteilung. Also einmal muss man einen Mega picken. Je nach Stärke des Megas kann es sein, dass man Punkte dafür hergeben muss oder Punkte dazu bekommt. Dann ein Tier 1 Pick. Das sind so die besten Mons im Draft-Meter, sowas wie Landorus T, Kyurem Black, Victini, würde ich sowas zählen, Azumarill, Kaguron, Boreos T und so weiter. Muss man ein bisschen alles durchgehen. Dann im Tier 2, da hat man noch so ein paar mittelmäßige Mons, also, ja, nicht mittelmäßig, die sind auch recht gut eigentlich, aber halt nicht so krass wie Tier 1, zum Beispiel Cobalium, Demetros I, Volcanion, so die Sachen halt. Im Tier 3 haben wir dann so die mittelmäßigen Mons, sowas wie Crook, Crocodile, wie, Natara, so die Mons, die halt so bestimmte Aufgaben richtig gut erfüllen können, aber jetzt auch nicht so überragend sind. Dann hat man im Tier 4 so eher schlechtere Mons, aber die halt eben auch bestimmte Aufgaben sehr gut erfüllen können. Und im Tier 5 dann so die Nischen-Picks. Dann sind noch die 4 Free-Picks, die ich ja gerade schon erklärt habe, die auf diesen Punktzahlen basieren. Ja. Und man hat dreimal in der ganzen Liga die Möglichkeit auf einen Free-Agent. Bedeutet, man kann ein Mon aus dem Team für einen Spieltag gegen ein Mon austauschen, was nicht gepickt wurde, aber nur im gleichen Tier. Ich kann jetzt nicht mit einem Flunschig im Tier 5, wenn es überhaupt ist, keine Ahnung, mir plötzlich ein Landorus T nehmen. Sondern es muss im gleichen Tier sein. Um welche Matchups besser regeln zu können, weil man hat zum Beispiel Probleme gegen irgendein Mon. Folglich kann man dann eben dieses Mon vielleicht besser handeln, wenn man auf diesen Free Agent zurückgreift. Jo. Das hier sind erstmal alle Teams, die hier in der Liga dabei sind. Wir haben mich hier mit dem VfB Skorgler. Und die anderen habe ich gerade leider nicht alle im Kopf, die Namen vorhin. Oh, es tut mir leid. Zum Beispiel Bashing Buffalands sind wir dabei, also vom guten Buffy, der mir auch wenn meine Kämpfe capturen wird. Nochmal danke dafür. Ja, Mari mit Seeing Luxray fällt mir gerade ein. Benji Zone, Honey, mit den Honey Ursarings, Blocky mit den Furious Pharisees. Aber ich komme gerade nicht auf alle Namen, es tut mir leid. Also ihr seht ja alle in der Videobeschreibung, da habe ich dann wieder alle Kanäle drin, so wie bei der PBL auch. Ich sagen, fangen wir mal mit den Mons an. Hier ist mal eine kleine Übersicht über alle Mons, die ich jetzt, in meinem Team aufgenommen habe. Und jetzt erst kommt das Mega. Und das Mega war so eine Sache. Ich wollte nicht immer diese High-Tier-Picks nehmen. So Mega-Venue hatten wir beim letzten Mal.
Hatte ich ihn auch schon öfters mal. Mega Sheox hatte ich auch schon oft. Mega Slowbro habe ich aktuell. Ich will mal ein bisschen weiter nach unten mich orientieren. Und dann besser noch ein Mon, wo man vielleicht noch ein bisschen Punkte dazu bekommt. Deswegen habe ich mich dann für Mega Gewaldro entschieden. Was ist gut an Mega Gewaldro? Das ist eben dieser richtig geile Speed von 145 Base. Gibt nur wenig, was da wirklich mithalten kann. Das sind vielleicht noch so Sachen wie eben Mega Bibo oder Elektroball und so, die da noch rankommen und vielleicht auch schneller sind. Ich glaube, Alakazam ist auch etwa gleich schnell. Aber wir outspeeden zum Beispiel alles, was so 130 hat, sowas wie X-Bat, Kapuriki, Blitzer. Wir outspeeden 105er wie Mega Voltenso. Und eben die Reihe weg bis zu 145. Wir outspeeden halt alles drunter und da gibt's viel. Es sind, glaube ich, keine 15 Mons, die schneller sind als Mega Gewalt. Und dann sind da noch Sachen dabei wie Ninjask oder Deoxys Speed. Folglich, Mega Gewaldro ist halt echt geil. Dann durch den Blitzfänger haben wir hier noch eine zusätzliche Electric Immunity, wodurch wir auch unseren Spezialangriff boosten können. Wir haben einen Dragon-Type, einen guten Offensiven, der glaube ich auch 145 im Spezialangriff hat oder 135. Also der kann auch reinböllern. Und der kann halt eben auch physisch und speziell taggen. Und jetzt hat er noch kleine Support-Rollen, wie zum Beispiel einen, sowas wie Leech Seeds. Der kann sich boosten mit SD. Und eben, ja, alles in allem ein meiner Meinung nach sehr solides Mon. Jo, und ich würde dann sagen, gehen wir mal zum nächsten Mon über. Und das ist schon von mir angesprochene Demeteros in der Tiergeistform. Was ja so ziemlich eines der besten Mons im gesamten Draft-Meter ist. Kann man absolut nichts sagen. Das Ding hat Rocks, das Ding hat Intermediate, das Ding kann mit U-Turn pivoten. Man hat einen richtig geilen physischen Move, man hat einen richtig geilen speziellen Move-Pool und auch die Stats, um den zu benutzen. Man kann das Ding scarfen, man kann es banden, man kann sich mit dem in jede beliebige Richtung boosten. Glaube ich. Ich glaube, Fistf geht nicht. Aber sonst geht auch alles. Also eben, Lando kann einfach fast alles. Und das ist das Geile dran. Und ich hatte Lando noch tatsächlich noch nie, obwohl es eigentlich so ziemlich als der besten Draft-Metamons ist. Und ich verstehe mich da selbst nicht, warum ich das Ding bisher noch nicht hatte. Aber es ist dem VfB Squawkler beigetreten und es wird sicher einen guten Job machen. Da bin ich mir sehr sicher. Und wir haben schon mal zwei Mons, die EQ benutzen können. Ist auch was, ne? So. Damit hätten wir jetzt unseren krassen Übermech hier auch drin. Gehen wir mal zum nächsten. Und zwar ein Mon, was ich auch schon öfters mal benutzt habe. Und zwar ist gut in Necrozma. Und also ich habe es bisher einmal benutzt. Ja. Necrozma. Aktuell spiele ich nie ohne Poké Psychic Type in Draft liegen, was an Sachen wie Mega Militalis oder so liegt. Oder Mega Schlappohr. Für die es teilweise nicht so krasse Switchens gibt. Aus eben Poké Psychic Types. Nee, ich habe aktuell liegen Selfie, ich habe Zytomega, ich habe eben hier Necrozma. Eben weil das so gute Poké Psychic sind, die man mal in sowas reinholen kann. Weil ich immer scheiße Angst vor Mega Militalis habe. Weil es in das Ding einfach fast keine richtigen Switchens gibt. Damit noch nie auch Mega Slowbro, da auch mal eh nichts gegen. Aber eben. Necrozma ist ein guter bei Psychic-Type und der kann fast alles. Der kann rocken, der kann. Ich finde es immer schön, schon das Ding rocken kann. Der kann rocken, der kann in beide Richtungen richtig guten Damage drücken. Da hat diese Fähigkeit Prisma-Rüstung, die sehr effektive Attacken abschwächt. Also so wie Filter, also ich glaube 75% Schaden machen die nur noch. Heißt, selbst so ein Knockoff wird nicht so viel Damage machen, wie er vielleicht machen würde. Das Ding hat richtig geile Defensiv-Stats, hat richtig geile Offensiv-Stats. Das Ding kann sich auch in alle Richtungen boosten. Der kann SD, der kann Iron Defense, der kann Core Minden, der kann Auto-Atomizen oder Rock Polishen. Ja. Hat Psychic Moves, Fire Moves, Ground Moves, kann Knock-Offen. Ich mag Necrozma, der Typ ist echt cool. Und ist übrigens auch mein erster Z-User in diesem Team. Den zweiten bekommen wir gleich noch.
Jedenfalls, man hat in der Liga 2 Z-User, also Touchdown-User, einen davon, der nur Damage-Moves drücken darf. Also quasi nur Z-Fireblast, Z-EQ, was auch immer. Und einer davon, der zum Beispiel auch Status-Moves drücken darf, auf Status-Move den Z-Move spielen darf, wie zum Beispiel hier bei den Crossmar habe ich nämlich drauf, Z-Stealth Rocks. Oder was kann der noch so? Z-Toxin. Ja, eben, man kann da ein bisschen lustige Scheiße anstellen mit, glaube ich. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten. Und das nächste Mon ist dann Alolas Slimer. Und der ist geil. Der ist einfach nur geil. Übrigens, was auch cool ist in der Liga, man darf hier auch. Man darf sich beliebig boosten zum Zerstören drücken. Heißt, ich darf auf eine Crossmark kaum einen Drop-Polish spielen, dann Psychic droppen, wie auch immer ich will. Da fliegt halt alles an die Wand, aber ja, kann man machen, ne? Aber Slimer, der ist einfach nur geil. Der hat so einen geilen speziellen Bulk. Ja, sieht aus wie ein Haufen LSD oder ein Haufen von, ein Haufen, oh, nee, das war falsch. Sieht aus wie ein Hundehaufen, den man während einem kleinen LSD-Trip sieht. Und ja, dazu hat er auch noch einen richtig geilen Knockoff. Und dieser Knockoff macht Damage, weil einfach nur weil Step ist. Der hat solche schönen Fähigkeiten wie Völlerei, hat Poison Touch, mit dem er Mons einfach mit jedem Move toxicen kann. Halt, ich kann Knockoff drücken, der wird gepoisoned. Oder nicht getoxicen, sondern gepoisoned, also quasi durchhängt 12% statt 6, 12, 18, 24, 30, was auch immer. Dass er quasi dann irgendwann von selbst an die Wand fliegt. Wo war ich? Ja, der kann sich cursen, der hat Bulk, kann ich gerne mal sagen. Und vor allem in der Liga, der Hooper anbauend erlaubt ist und auch, glaube ich, gepickt wurde, ist ja halt Slimer einfach die perfekte Antwort, die ich in der letzten Liga tatsächlich nicht hatte. Also in der PWL, wo ich dann auf jedem Mon irgendwas spielen musste, um Hooper killen zu können. Es war die Geburt von Expert Belt, Bugbite, Heatran. Wir lieben es doch alle. Und eben, Slimog, ich habe letztens mit meinem Kumpel ein bisschen diskutiert. Slimog bezeichne ich ja als wandelnden Mist, Punisher. Also, das ist ein wandelnder Punish. Weil, wenn du ein Switch-Out drückst, entweder frisst du Knockoff oder Pursuit, du kannst in dieses Ding nicht gut reinkommen, einfach nur weil du immer Angst haben musst, einen Knockoff zu fressen. Falls ein Knockoff nicht kommt, kriegst du einen Gangshot in die Fresse. Kriegst du irgendwelche anderen Moves in die Fresse. Das Ding ist ein wandelnder Punish. Vor allem eben mit Knockoff und Pursuit. Und eben Fairies und Psychics droppen an dem Ding einfach. Und das ist geil. Ich liebe Alolas Slimog. Er sieht fast so aus wie ich. Aber auch nur fast. Er ist schöner. Leider. Muss ich noch was zu Alolas Slimog sagen? Ich glaube nicht. Dann sind wir beim nächsten Mon und das ist, wie wir gleich sehen werden, Metagross. Ich habe noch einen Steel-Type gebraucht. Und am besten noch einen richtig geilen offensiven Steel-Type. Und das Metagross hat schon echt geil mit seinen 135 Attack. Ist auch wieder ein Mon, was Rocks legen kann, ganz wie eine Crossmauer und die Metagross. Muss ich natürlich auch wieder als eine der ersten Sachen betonen. Der kann sich immer speziell angreifen, auch wenn der so viel Attack hat. Mit Choice Band ist der echt böse. Ich glaube, es gibt keinen Mon, was du wirklich gut in Choice Band reinswitchen kannst. Gibt zwar noch bösere Mons, wie zum Beispiel sowas wie Grabbit, was übrigens auch wer in der Liga hat mit Choice Band. Was echt weh tut. Aber eben, unser X-Man hier, der haut einfach rein. Kann sich auch noch boosten, der kann auch mit dem auch mal echt gut bulky spielen, aber weil der auch, glaub, 120 Def hat. Wait, ich schaue kurz mal nach. Ich muss kurz mal nachschauen, was der für eine Def hat, weil ich es halt nicht ganz im Kopf habe. Hab's gleich. Immer so überprofessionell hier.
Metacross hat eine ordentliche Death Base von 130. Also mehr als ich dachte. 130 Death hat der Junge. Den kann man so gut auch mal in irgendwelche Mons reinwerfen. Da ist irgendwas vor dem Fenster abgestürzt. Ich hoffe, was der Vogel gerade nicht verreckt ist. Ist ein bisschen zu laut im Hintergrund die Musik. Ich muss mich ein bisschen leiser stellen. Muss jetzt glaube ich zu leise. So. Der kann sich auch mal schön ein bisschen boosten. So Micha Mash und sowas hat der auch mal Bock drauf. Jedenfalls, ich würde sagen, solider. Dieses Tier Dreimon. Nächstes haben wir dann Dianzi. Und das ist unser Fairy. Der kann sich auch Rocks. Der vierte im Bund, der vierte hier, der rocken kann. Und viele, ich würde sagen, viele Möglichkeiten zu hazarden, ist immer was Schönes. Und, der ist echt bulky, der Junge. Der hat 150 in beiden Def-Werten. Und dazu trotzdem noch 100 in beiden Attack-Werten. Das ist nicht zu unterschätzen. Wenn er mal so einen Moonblast und Diamond Storm drückt, das kann er auch mal two-hitten. Und auch mal, wenn es nicht sehr effektiv ist. Also, ich meine gerade, wenn es normal effektiv ist. So. Ja, der kann supporten, der kann sowas wie Heal-Bell und so. Kann, wie gesagt, auch rocken, der kann sich auch mal selbst boosten mit Core Mind, Rock Polish, was auch immer. Auch wenn das eher selten sein sollte, eben weil es auch ein Tier 4-Pick ist. Der ist jetzt nicht so unfassbar krass, aber immer noch geil. Ja, und der hat eigentlich mit Diamond Storm, Moonblast und Power Gem und EP plus Moonblast eigentlich auch eine echt gute Coverage. Also die. Es ist, glaube ich, eher ein Weibchen-Mon, auch wenn es kein wirkliches Geschlecht hat. Ja. Muss ich, glaube ich, jetzt nicht arg viel mehr zu sagen. Das Ding ist einfach cool. Ja. Dann haben wir hier unseren zweiten Tier 4-Pick und es ist Turtok. Und zwar habe ich hier noch ein bisschen Removal gebraucht. Wenn man die Monster vor durchgeht, Demeteros T ist das einzige Mon, was auch nur minimal Removal hat. Und diese Removal ist Defog. Und Defog ist keine so geile Removal. Und die Musik ist, glaube ich, zu laut im Hintergrund, oder? Auf jeden Fall kommt es mir gerade so vor. Ach, keine Ahnung. Well, sorry. Ich weiß gerade über gutes Google Presentations, dass ich glaube gerade das Fenster ungeöffnet. Ich hoffe, das stört nicht so arg. Ich kriege das halt leider nicht anders zusammen hier. Sorry. Namaste. Gomenasai. Was auch immer. Ja, was bedeutet ich in Spanisch? Ja, also wir brauchen auf jeden Fall Removal im Team und die soll Turtok erledigen. Hauptsächlich. Vorerst. Den kann auch noch gut reindrücken. Also, der hat auch guten Bulk. Der hat, glaube ich, 195 in den beiden Def-Werten. Schlag mich bitte nicht, wenn nicht. Hat auch mit 90 einen ordentlichen Spez-Attack-Output. So mit und das soll eh hauptsächlich Skalden, wenn der attackt. Und weil Skald einfach einer der besten Moves überhaupt ist. Ja, und der hat definitiv Bock. Ich glaube auch, der wird ein ordentliches Teammitglied hier. Übrigens, es wird, glaube ich, die einzige Move bleiben im Team. Weil bei den Weaknesses, die noch kommen werden, gegen sowas wie Rocks und so, da soll Turtok nicht alleine bleiben als Removal-Mon. Und so haben wir jetzt nächstes Mal noch Zebritz. Und der ist eigentlich auch echt cool. Der hat nämlich auch einen echt geilen Speed von. Lass mich nicht lügen, 117, 118, irgendwie sowas. Hat 366 Max-Speed, also, aber wir spielen auf Level 50, also, ja. Das ist übrigens die insgesamt bisher dritte komplette Resistance gegen Elektro-Moves, wenn ich Starthilfe spiele oder Blitzfänger. Da hat er drei Abilities. Wovon zwei Electric Renegaten und eine Grass Renegated. Der ist echt geil, der Junge. Also von Abilities her, wenn er noch ein bisschen besseres Stats hätte, wäre safe weiter oben angesiedelt. Und vielleicht noch ein bisschen besseren Move-Pool, weil außer Wild Shard hat er irgendwie nichts. Ja, aber, der kann mit Demeteros T und so eigentlich echt einen geilen Voltron Core bilden. Eben weil er auch so schnell ist. Heißt Scarf Demeteros und Zebritz, wenn man mit dem ein bisschen Volturnt. Kann man schön anschippen, kann man ihn da schön anschippen. Weil auch mal in irgendwelche Moves reinkommen, wie
die ein anderes Mal auch nicht so, auf die ein anderes Mal auch nicht so Bock hat. Beispiel, wenn der jetzt mit dem hier aus T drin ist und irgendwie HP, wenn der Gegner irgendwie HP Eis drückt, wenn es zum Beispiel ein Riki oder so ist, ja, in Riki kommt Zebritz richtig gut rein. Zebritz ist ein richtig guter Riki-Switch-In mit Soulfest oder so. Der ist wirklich geil, der Junge. Und ich freue mich richtig, den mal zu spielen. Wie auch bei den anderen Mons. Ich habe hier in der von den Mons, die hier sind, habe ich insgesamt bisher 5 schon mal gespielt. Aber auch nicht oft. Mega Gewalt hatte ich glaube 2-mal bisher. Slamog einmal, Metagross einmal, Necrozma einmal und Turtok 2-mal. Also nicht sowas wie in der letzten Liga Mega Bisaflor, was ich glaube schon 3-mal oder so hatte, wobei es jetzt auch nicht so arg viel mehr ist. Oder Heatran, was ich schon verdammt oft hatte. Ja, würde ich sagen, kommen wir jetzt mal zu den Free Picks. Und da habe ich mir glaube echt ein paar schön zusammengesammelt. Und zwar fangen wir mal an mit Mon, das Zebritz als Gegner eigentlich ziemlich gern haben würde. Und zwar Panzer Aeron. Ja, hier haben wir unsere zweite Removal. Und zwar auch die Hope Removal. Ja, Panzer Aeron, das ist ein guter Steel-Type. Vor allem in der Defensive. Das heißt, wir haben zwei Steel-Types, einen Defensiven und einen Offensiven. Und ich habe plötzlich wieder das Ding aktiviert, es tut mir leid. Das ist ja immer, wenn ich auf dieses kleine Fenster hier komme, wo ich es gerade offen habe. Immer dann öffnet sich dieses Fenster und ich habe da eigentlich, ich kann da nichts gegen machen. Es tut mir leid. Ja. Der, Skarmory, der kann rocken, der kann spiken, der kann defoggen. Der ist eine unfassbare physische Wall. Ich hatte schon mal einen Liga-Kampf. Der ist zwar jetzt nicht gerade unbedingt prämiert, mein bester Liga-Kampf aller Zeiten zu sein. Aber der hat mich komplett ausgewollt, weil ich meine bei den Electric-Types einfach weggeworfen habe. Danach nur physische Mons hatte. Und mit nur physischen Mons, man kann effektiv sein, wie man will. Oder effektiv hitten, wie man will. Die machen einfach nichts. Wenn du jetzt nicht unbedingt einen Choice bei den Flampivian hast, dann fliegt Panzeron da einfach nicht weg. Der bleibt einfach stehen. Heißt, du brauchst eigentlich auf jedem Mon, wenn er dabei ist, spezielle Coverage. Und da habe ich Slimog. Slimog und Panzeron geben hier übrigens auch einen sehr schönen Core insgesamt. Weil Panzeron ja die Ground Weak von Mark komplett negated. Und Mark einfach so in die ganzen Electric Mons und Fire Mons gut reinkommen kann. Ja. Also, Panzeron heißt auch nicht großartig Erklärungsbedarf, warum man das Ding picken sollte. Was natürlich auch lustig ist, ist das Gimmicky, ich weiß nicht, ob es wirklich so Gimmicky ist, das Brüstung SD-Set. Was ja, ich glaube, ist es so ankammern? Ich bin mir gar nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, kann man das vielleicht auch mal mitnehmen. Wenn sich es irgendwann mal lohnt und der Gegner vielleicht jetzt nicht unbedingt so fette Resistances gegen Stahl und Flug hat, kann man das sicher mal machen. Aber ich würde sagen, gehen wir mal zum nächsten Mon und das ist das Mon, was ich vorhin mit fetter Rockweed meinte, und zwar Ramot. Ramot ist geil. Ramot ist richtig geil. Aber Problem ist bei Ramot, der hat eben diese fette Rockweed. Aber wenn man den richtig, wenn man den gut eingesetzt bekommt, das kann ich mit dem Team sicher gut machen, mit so rumgepivote mit Zebritz und Demeteros, wenn ich dann mit Sachen wie Slimog oder Metagross die Walls dagegen aufräumen kann, dann kann Ramot richtig abgehen. Und das ist übrigens der andere Zetstein-User. Und zwar hat er den Damage-Zetstein, aber das heißt ja nicht, dass der dann nicht großartigen Damage drücken darf, weil, wenn man überlegt, der kann auch mal Quiver dancen. Quiver Dance ist ein sehr lustiger Move. Folglich, wenn ich Bock habe, ein bisschen Eugen umwählen, wir einfach Quiver dancen und dann am besten Firium Z, Bugium Z, Psychium Z, keine Ahnung, was man auf dem Ding spielen will, einfach reindrücken auf plus 2 Spez Attack bei 135 Spez Attack Base und der fliegt einfach weg, der Gegner. Der macht dann nichts mehr. Der fliegt. Und zwar richtig. Jedenfalls ist das eigentlich für eine Rundenhinderung Musik. Die ist mega komisch. Da muss ich so einen kleinen Mix rein und schon kommt sowas. Geil. Ja.
Dann gehen wir mal zum nächsten Free Pick hier. Und das war Pampros. Nochmal Rocks, hey. Ich habe jetzt in dem Team, glaub, wie viele Monster sind das? Sechs Monster, die Rocks legen können. Also, Leute, ich bekomme immer meine Hazards raus. Ja, Pampros wollte ich gern haben. Wenn ich noch ein bisschen was Bulkiges hab. Neben so Sachen wie Necrozma oder Tianzi oder Panzeron. Und vor allem, ich wollte Pampros unbedingt mal ausprobieren. Es ist eines meiner absoluten Lieblingsmonster aus der 7. Gen. Neben Tektas und Primarina. Und eben der. Wenn der jetzt. Das Geile an Pampros ist eben, dass der in Elite-Mons fast immer richtig gut reinkommt. Einfach nur bei HP Isis einfach nichts machen. Der hat so einen Bulk. Auch mit seinen 300, mit seinen 125 Fist-Def. Über was der Spätz-Def hat, ich glaube 75. Was auch nicht so bad ist, aber nur. Wohl, was hat denn der? Nur mal kurz Stats nachgucken. Ich glaube nicht, dass der nicht. Ich glaube nicht, dass der nur so 70 oder sowas hat. Der hat schon eine 90er-Welle in der Spätz-Def. Und der 80 oder sowas hat er. 85 Spätz-Def. Der hat 85 Spätz-Def. Heißt, so ein Blitzer macht einfach nichts mit der HP Ice. Das Ding muss mich schon toxicen und dann kann ich einfach Rest-Talken. Easy. Oder einfach Heal-Well mit Dianzi drücken oder so. Ist schon cool, so ein Pampros. Und eben, der hat 100. Was hat der Physi-Tag? 125 Physi-Tag, aber. Nee, doch, er hat nur 100 Def, aber 125 Physi-Tag. Heißt, Heavy Slam drückt verdammt viel. EQ drückt verdammt viel. Super Power drückt verdammt viel. Rockslide drückt verdammt viel. Das Ding ist offensiv auch so stark. Offensiv und defensiv kann das Ding so einen Schaden drücken. Das ist echt geil. Dann würde ich sagen, kann man das zum letzten Mon, und das ist ein eher unkonventionelles Draft. Metamon, glaube ich. So haben wir da Lopunny. Warum Lopunny? Ursprünglich wollte ich da noch sowas haben wie Frostetio oder Traumarink, weil die waren beide im Tier 4 und damit zu teuer. Bei Panzeran und Ramor zusammen einfach schon 200, ich glaube 300 Punkte gekostet haben und Pampros dann mal 60. Heißt, ich hätte nur 40 übrig. Nee, wait. Pampros hat auch nur mal 100 oder so gekostet. Habe ich halt nur noch 40 übrig. Hab mich da ein bisschen verrechnet ursprünglich. Ich dachte dann, bei Panzer. Ich dachte dann irgendwie, Panzeran ist im Tier 3. Heißt, ich hätte dann noch 60 übrig gehabt. Für Traumagie oder Frostedie. Jetzt habe ich Schlappohr. Und warum wollte ich die haben? Weil sonst zwischen Zebritz und Ramot ein riesiges Speedgap gewesen wäre. Und zwar wären die so groß gewesen, dass Mons, die unter Zebritz kommen, sowas wie Ambipom oder Raikou, einfach das Damage-Wesen plus, also das Damage-Wesen hätten spielen müssen und nicht Speedwesen. Um zum Beispiel Ramos zu speedcreepen. Und das ist wichtig, weil, ich bin ja mit dem Knie ans Mikro gekommen, weil ich gerade sehr seltsam da sitze. Heißt, Schlappohr ist hier, damit mein Gegner nicht auf Ramos speedcreepen kann, wenn er so 300, 300, so Ambipom, Raikou, eben so die ganze Patrouille mit der Speedbase und das Sneebel oder sowas. Aber Schlappohr kann ja auch ein paar andere Sachen. Der kann auch noch gut supporten. Der kann theoretisch auch mal, ein bisschen lustige Sachen mit Wechsel dich, mit Switcheroo anstellen. Weil der auch die Fähigkeit Beste, Tollpatsch hat. Heißt, kann ihm zum Beispiel ein Choice Band geben oder eine Assault Vest und so. Und switcht dir dann einfach auf zum Beispiel ein Chansey drauf. Falls überhaupt irgendwer Chansey hat. Oder nehmen wir mal sowas wie Kresse oder so, sicher in der Liga. Ich bin gar echt nicht sicher, was die anderen für Teams haben. Einfach Switcheroo drücken und das Ding macht nichts mehr. Heißt, selbst Schlappohr hat hier eine Daseinsberechtigung. Jetzt habe ich ja leider kein Ghost-Type und kein Ice-Type. Heißt, Kampf kann man easy gegen mich drücken. Hätte ich dann nicht sowas wie Lando oder Necrozma, die da halt easy reinkommen. Haben wir hier nochmal das gesamte Team zusammen. Und würde mich interessieren, was haltet ihr denn so von meinem Team?
Ich finde es persönlich echt geil. Hat vielleicht jetzt nicht so viele krasse Stärken, aber eben auch nicht so viele Schwächen, wie ich persönlich finde. Man hat zwar durch Gewalt und Land eine ordentliche Ice Weak. Durch so Sachen wie Ramot und Metagross hätte ich wieder ausgeglichen mit. Und so Sachen wie Psylocke oder Diancie kriegst du auch mit einem Ice Roof nicht weg. Also, ich würde sagen, verabschiede ich mich mal für dieses Video. Und wir sehen uns dann nächste Woche beim Teambuilding. Oder vielleicht zwischendurch mal wieder bei einer Folge Renegade Platinum. Das Projekt ist nicht tot. Ich verspreche es euch. Mal sagen, bis dann und tschüss.